Hallo liebe Freunde, ich hoffe das Licht stimmt so. Spoiler-Alarm an der Stelle. Ja. Falls ihr die zweite Folge von Staffel 1 bei Sliders noch nicht gesehen habt, aber diesmal lasse ich das Ende offen. Ja. Ja. So. Ja, ich bin in Party-Laune und ich bin so ein großer Sliders-Fan. Ja. Und wollen wir über die sprechen. Ich habe letztes Mal einen Fehler gemacht. Ich habe das 2001 in RTL gesehen und viele Jahre später bei Tele5. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kaufe mal alle Staffeln. Ja, und die Staffeln habe ich dann schon dann alle vollständig auf DVD gehabt. Bevor ich überhaupt diesen YouTube-Kanal hatte. Ja, ja, zu der letzten Story. Es sind ja so unterschiedliche Realitäten. Ja? Es ist immer die gleiche Erde, nur unterschiedliche Dimensionen, die gleiche Zeit, ja? Aber immer unterschiedliche Realitäten. Also quasi die gleiche Erde, andere Dimensionen, doch der gleiche Ort und doch Lichtjahre voneinander entfernt. Ja. Also die gleiche Erde, nur mit einer anderen Dimension, anderes Universum. Und was wäre, wenn der Geschichtsverlauf anders wäre, wenn sich da was nur um ein Haar anders wäre, dann wäre nämlich der ganze Geschichtsverlauf anders. Ja. Und ja, Russland hat Amerika besiegt. Ja. Wenn jetzt ein gewisser österreichischer Politiker nicht Politiker geworden wäre, sondern Kunstmaler und 1933 Ernst Thälmann an die Macht gekommen wäre, mit seiner kommunistischen Partei, und die Sowjetunion kommunistisch, klar, China kommunistisch, Vietnam kommunistisch, ja, vielleicht wäre dann in der anderen Realität vielleicht auch Italien kommunistisch, ja, und die kommunistische Länder einen Pakt geschlossen haben und von mir aus dann nicht nur Südkorea, sondern ganz Korea kommunistisch wäre und die ganz kommunistischen Länder Amerika angriffen, ja, dann wäre in dem anderen Universum, ja, nicht nur USA kommunistisch, sondern dann auch Kanada und natürlich wäre durch die ganze kommunistische Leute in Lateinamerika auch Kommunismus. Ja? Also ist ja ein Science-Fiction-Film mit einem Ausgang von einer anderen Realität. Ja? Also jetzt ich spreche ja nur einen Film. Also es ist, du hast keine politische Meinung von mir auf der Kundgabe, ich spreche nur von dem Film. Ja? Von dem Pilotfolge, von der ersten Staffel sprechen wir noch, bevor wir jetzt auf die zweite Folge eingehen, ja. Und der hat ja bei der Pilotfolge, wo sie bei den Rebellen war, wo die Demokratie in Amerika wieder haben wollen, die Freiheitskämpfer, da sagte Arturo, Professor Arturo, sagt zu den Freiheitskämpfer, ja, in unserer Realität, in unserem Universum ist die Sowjetunion erledigt. Und die DDR gibt es nicht mehr. Es gab unter der Deutschen eine Wiedervereinigung. Da sagte einer von den Rebellen, hey, wir sind doch im falschen Universum. So, ja. Hätte ich erwähnen sollen. Das war die Pilotfolge. Ja. Pilotfolge. Und dann kam ja so richtig die Serie. Unsere Freunde suchen ihre Realität. Sie suchen ihre Welt und müssen sich von einer Parallelerde zur nächsten sich bewegen, ja. Sie suchen ihr Universum, wo sie eigentlich hingehören, ja. Spoiler-Alarm, ja. Ja, auf dem Grundstück, also in einer anderen Realität, jetzt sind die Realität von Green Mallory für unsere Freunde, da ist Green Mallory reich, ja. Er ist wohlhabend, weil auf seinem Grundstück wurde Erdöl gefunden, ja. Und aber der Timer lief ab, so konnten sie das nicht lange genießen,
bis sie zu der nächsten Welt slideten, ja, weil der Timer ablief. Sie haben, bis sie ihre Realität suchen, pro Realität immer ein gewisses Time Limit. Ja. Jetzt sind sie in einem anderes Universum und in der City und auf dem Gehweg landet dann Arturo, Professor Arturo, Rembrandt Brown und Queen Mallory. Die Welt wurde über den Bordstein hinausgesteuert auf die Straße, wo ein LKW kam, der hupte und nicht anhielt. Ein Mann mit kränklichem, gelbem Gesicht rettete Wade das Leben, indem er sie auf die Seite drückte. Ja. Wade war so dankbar, dass sie dem Retter einen Kuss auf die Backen gab. Der Retter sagte, ich schreibe mir immer so Stichworte auf. Ja, die reisen immer von Realität zu Realität durch ein schwarzes Loch. Ja. Ja, der Mann schaute sie geschockt an und sagte, wie konnten sie das tun? Ich wollte ihnen nur helfen. Ja. Da waren eigentlich die Alice geschockt, weil sie sind irgendwo in einer anderen Realität, wo sie nicht wissen, warum ist da so ein Verhalten. Professor Arthur sagt, wir sind in einer Welt, wo man nicht gern schöne Frauen küsst. Rembrandt Brown sagt, ja, zuerst in Realität mit im Paradies und jetzt sind wir bei der Psychiatrie. Ja? Weil die können noch nicht ahnen, was hier passiert. Ich muss sagen, da geht ein Virus rum, wo die Leute nicht stoppen können und wo auch Quarantäne und solche Geschichten gibt, auch Lockdowns und so. Und das ist halt auch, die Folge ist aus 1997 gedreht worden. Und als ich 2001 die gesehen habe, da habe ich gedacht, könnte sowas dann echt passieren. Und viele Jahre später haben wir dann Corona und dann habe ich unwillkürlich an die Folge denken müssen. Ja. Dann kam ein anderer LKW vorbei, da CHC drauf stand, das quasi die Behörde für Sicherheit gegen Virus und die Krankheit in der Realität in einem anderen Universum nennt sich Q. Ja. Und der LKW, also unsere Freunde haben noch nichts geahnt und der LKW hat quasi mit Sprüh quasi die Straßen gereinigt. Ja. Muss ja irgendwie pflanzliches Sprühmittel sein, weil Chemie gibt es in dieser Realität nicht. Ja. Die haben hinter so eine Ladenrampe wie bei Abfall und nahmen eine Leiche mit und haben die Leiche quasi ohne Mitgefühl reingeschmissen, wo unsere Freunde natürlich sehr schockiert waren. Sie sahen eine Imbisskette, wo sie aus ihrer Realität kennen und sagen, sagt Rembrandt Braut, Mensch, das ist ein Lichtblick in dieser kalten Welt und ging zu der Imbisskette hin. Beim Reinlaufen tut eine Leuchte sie testen, ob sie ein Viren haben. Ja. Dann hustet ein Mann in dem Lokal, bricht irgendwie Panik auf zwischen den anderen Gästen. Und ein Mann, der quasi aufstand und seinen Hamburger mitnahm, sagte, der hustet sich zu Tode, wollen Sie nichts mal machen. Und die Bedienung sagt, wir haben schon die Virus-Sicherheitspolizei angerufen. Sind Sie jetzt zufrieden? Ja. Der Mann ging und die Frau, ohne dass die was bestellt haben, schmiss den in so ganz eingeschweißte, enge Plastiktüte Hamburger hin. Ja. Und Professor Arturo sagt, ich möchte erstmal um die Speisekarte bitten. Und die Frau sagt, hier gibt es keine Speisekarte, hier isst jeder das Gleiche. Und Rembrandt Brown sagt, das ist ja wieder das Fressen der Psychiatrie. Und die Frau sagt, ja, aber nicht so gut. Ja. Hat sie so, die Spätzle so ironisch. Da sagt die Frau zum Queen Mallory, ich kenne sie doch irgendwoher. Waren sie schon mal hier? Ey? Gut, dass sie den nicht erkannt hatte, da kommen wir gleich drauf. Ja.
war schon wieder gar kein Zeit, ich kenne den Film so auswendig. Ja. Das ist mir so voll Zeit, die Lose. Ja, im Rembrandt Braun, der Arzt in Hamburg, dem wurde es so schlecht, dass er quasi auf die Toilette musste und spucken musste. Auf der Toilette sah er im Spiegel im Hintergrund einen Steckbrief. Ja, von dem Gwyn Mallory in dieser Realität, nicht von ihrem Gwyn. Ja, und da steht Patient 0, Belohnung 1 Million Dollar. Und Patient 0 ist immer von einer neuen Krankheit der erste Virenträger. Ja. Und das sieht der Gwyn Mallory auch ziemlich anders aus. Unser Gwyn hat dann blonde, kurze Haare und ist rasiert und so weiter. Und dieser Gwyn Mallory hat lange, schwarze Haare und Bartstoppeln. Sieht der Gwyn Mallory in dieser Realität sieht aus wie so irgendwie wie Renegade. So, ja. Auf jeden Fall, mal gucken, was wir überhaupt sind. Ja, ich kann es ja ohne Liste sagen, ich fände es jetzt nicht auf der Liste. Auf jeden Fall, brach Panik aus, weil er wurde ja gesucht und vor jemand den Gwyn Mallory in dem Lokal dann doch erkennt, in dem Imbiss, haben sie schnell gezahlt und sind gegangen, ja. Und dann kam mal die Sicherheits Antivirenpolizei rein und zuerst dachten sie, okay, sie sind doch verpfiffen worden, die wollen jetzt Gwyn Mallory mitnehmen, ja. Weil es sind ja zwei Gwyn Mallory, der von der Realität und unser Gwyn Mallory, ja. Und die dachten, jetzt wird ihr Gwyn Mallory verhaftet. Aber die Antivirenpolizei, die hat nur den Typ mitgenommen, der gehustet hat, der muss jetzt in Quarantäne. Und beim Rauslaufen, Rembrandt Braun, der irrt noch im Lokal rum und unser Gwyn Mallory sagt, hey, Rembrandt, komm mit! Und plötzlich erkennt die Bedienung ihn von den Steckbriefen und sagt, hey, ja, ich erkenne ihn, das ist der Gwyn Mallory, der Patient 0, komm, jage den! Und irgendwie so, ja, und dann sind die Freunde der Stifte gegangen, ja, und ja, nur noch mal auf die Liste gucken, wo sind wir denn eigentlich überhaupt? Achso, ja, also Rembrandt Braun geht mit quasi mit ihr ging es schlecht, sie hat sich doch angesteckt mit dem Viren und sie gehen zum Hotel. Der Hotelportier sagt, also tut uns leid, aber Leute, die krank sind, nehmen wir nicht. Und das sagt Rembrandt Braun, ja, sehr heftige Nacht, das ist nur ein Kater. Der wird wieder gehen. Und der von der Rezeption glaubt ihr, gibt ihr denen einen Zimmerschlüssel. Und sie gehen dann in ihr Zimmer, während Dr. Professor Arturo und Gwyn Mallory in ihre Apotheke gehen. Und morgen, da gibt es keine chemische Medizin. Da gibt es nur pflanzliche Medizin, weil chemische Medizin, also die alte Medizinschule, gibt es auf diesem Planeten nicht. Da gibt es nur die pflanzliche Medizin. Einer der Apothekerhelfer, der hat quasi Gwyn Mallory erkannt, ja, und dachte, es wäre der Gwyn Mallory aus seiner Realität und hat ihn dann festgenommen, also ein paar Kittel gepackt, ich habe Michael Manson und ich habe die Police angerufen, die Police kam, Professor Arturo konnte noch flüchten, aber Gwyn Mallory wurde dann betäubt mit Betäubungspistol und den haben sie dann verhaftet. Ja. So, warum jetzt? Wade hat im hohen Fieber sind Dinge, die es nicht gibt. Ja. Gwyn Mallory wird getestet, immer Krankenhaus, immer spezieller Labor. Ja. Das sieht man eigentlich von dem Gwyn Mallory, von dem Darsteller, was für perfekte Fitnessdefinition er hat. Also Muskel kommen ganz gut raus, Waschbrettbauch und Armmuskel, Bizeps, Trizeps, Schulter, ganz gut. Und die machen Test und Test und stellen fest, er ist gesund. Und denken, ah ja, er hat einen Weg gefunden, um die Krankheit zu besiegen und sie wollen jetzt die Medizin und sie zur Not den Tönen aufschneiden. Ja.
Aber sie machen erst noch ein paar Tests und der Queen Mallory sagt, ich bin nicht von eurem Planeten, ich komme aus einem Alternativuniversum. Das glauben die ihm leider nicht. Ja, Professor Arturo Mock, er hat jetzt auch die Krankheit Q, und das sieht er aus dem Film, im Fernsehen. Im Fernsehen laufen auch Werbesendungen, Sicherheitssysteme für Antivirus-Sicherheitssysteme, ja, wie Besucher bestäubt worden mit einem Spray, wie du auch Alarmanlage, wenn einer reinkommt, der einen Virus hat, also die denn so, alles was gegen Viren ist, irgendwelche Produkte für den Markt. Und kommt auch sehr viel über das Thema Q-Virus im Fernsehen, da hat sich Arturo belesen können und sagt Professor Arturo, wie kann das sein? Ich habe auch Q. Das ist ja wie eine Agina. Ja. Dann hat die Welt, die im Fieber waren, ist die Stiften gegangen, also abgehauen. Ja. Und Professor Arturo und Rembrandt Braun, dem es auch nicht so gut geht, findet dann die Welt wieder. Und der Queen Mallory aus der Realität, der holt die Freunde dann, Welt, Professor Arturo und Rembrandt Braun, in Zeit versteckt, da haben die ein geheimes, primitives Krankenlager, wo die quasi die Krankenversorgung pflegen und auch zu ihrer letzten Ruhestätte noch menschlich begleiten, ja, und versuchen halt die Krankheit zu bekämpfen. Ja. Ich schwätze das ohne Lüste. Ich weiß nicht, warum du es aufschreibst, fast zu 100% erzählt es im Kopf. Ja. Das ist dann wieder das dritte Ding. Aber ich brauche trotzdem meine Liste, weil es ist ja so ein geiler Film, da darf man keine wichtigen Punkte vergessen, deswegen stellt man für Sicherheit so aus, das sind ja wie die Schwimmflügel. Ja, Schwimmflügel. Also Professor Arturo erzählt dem Queen Mallory aus dieser Realität, dass sie eigentlich von einer anderen Universum kommen, aus einer anderen Realität, und dass sie daher geslidet sind, weil die Welt spricht immer diesen Queen Mallory an. Ah, Schatz, und ich kenne dich doch und hilf, dass ich wieder gesund war. Aber er kennt sie ja gar nicht, weil sie ja eine andere Queen Mallory ist aus einer anderen Realität. Ja? Und deswegen hat dann der Professor Arturo das erzählt. Und der Queen Mallory hat das geglaubt. Der Professor Arturo sagt normalerweise uns skeptisch gegenüber. Und Queen Mallory als Student sagt, ja, ich glaube Ihnen mal, solange ich noch nichts Gegenteiliges gesehen habe. Und wenn es nicht stimmt, wird sie vermutlich jüngste Gericht bestraft. Ja? Also Kind, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil ich habe den Film schon tausendmal gesehen, da hat man die ganzen Texte schon im Kopf. Gell? Aber trotzdem muss man ab und zu mal auf Stichworte googeln. Ja, Professor Arturo sagt, warum ist eigentlich diese Virusresistenz gegen Antibiotikum? Und die schauen die sich alle an und der Queen Mallory von der Realität sagt, Antibiotikum, was ist das? Also es gibt in dieser Realität gar kein Antibiotikum mehr. Antibiotikum war eigentlich eh mehr eine Zufallsentdeckung. Und Professor Arturo sucht Schimmel und versucht selbst ein Antibiotikum herzustellen, um der Realität was Wertvolles mitzugeben. Ja. Also die Frau von dem anderen Queen, also aus der Realität, hilft unserem Queen bei der Flucht aus dem Labor. Bei der Flucht stirbt sie, ja. Rembrandt Braun musste wieder ein Taxi benutzen. Und wer war der Taxifahrer? Palio, unser freundlicher Russe. Den kennt man ja aus der Folge 1. Und da kam halt so ein bisschen Ironie drin vor, weil er in der anderen Folge auch ein Taxifahrer war. Und da sagt der Rembrandt Braun, hey, Sie sind wohl gern Taxifahrer. Und der Palio, ja, ist mein Schicksal. Also, ja, ich liebe ja die russische Kultur und so. Ja. Ja, die Kriege finde ich allgemein schlecht, aber das hat ja nichts mit dem russischen Volk zu tun, so was jetzt aktuell ist.
kranke Queen trifft den gesunden Queen Mallory und sagt so entsetzt, ich bin ja gesund. Ja. Rembrandt Brown sagt zum dem kranken Queen Mallory aus der Realität, ihre Frau ist gestorben, ja, da sie auch wieder so ziemlich traurig war. Nach der Antibiotikumherstellung machte der Professor Arthur einen Selbstversuch und dann wurde das Antibiotikum an andere Patienten verteilt. Weiter will ich nicht erzählen, müsst ihr euch die Folge 2 bei den Slides selber anschauen. Haben die Erfolg, die Armee hat ja noch den, die jagen noch immer dem Queen Mallory hinterher und der aus dem Labor geflüchtet ist, also unserem. Wie es ausgeht, müsst ihr euch selber anschauen, lasse ich offen. Also Folge 2, perfekte Schauspieler, perfekte Story, kreativ. Ja. Es gibt ja so viel Geschichte in der Welt und Historie. Was ist, wenn eigentlich die Geschichte einen anderen Verlauf hat? Ja, wenn Antibiotikum nicht entwickelt worden ist, wenn der jetzt nicht auf seiner Schale geschaut ist und er weggeschmissen hätte, da wird die Geschichte anders verlaufen. Was ist, wenn Chemie nie so richtige Entwicklung gehabt hätte? Oder wenn das und das in der Geschichte einen anderen Verlauf hätte? Ja, dann wär das, was nach der Zeit komisch, ganz anderer Geschichtsausgang. Und da finde ich das halt sehr interessant. Ja. Wenn in einer anderen Realität ein ganz anderer Ablauf ging. Ja. Und bei den Zeitreisenden ist das auch so bei Back of the Future. Wenn das und das ein bisschen anders war, dann hast du ganz andere Zeitablauf, ja, und so läuft es halt auch ab, nur ein bisschen mal auf einer anderen Basis, aber im unterm Strich kommt das Gleiche raus, nur dass halt, hier geht es nicht um Zeitreise, sondern die reisen halt unterschiedliche Realitäten, gleiche Zeit, gleiche andere, nur andere Realitätsauspunkt, ja, und ein anderes Universum und so weiter. Und was ist, wenn in der Vergangenheit das und das anders war? Da gibt es einen ganz anderen Ausgang und so erklärt sich die verschiedenen Realitäten. Ganz einfach. Perfekte Schauspiel, perfekte Kreativität, aber Folge 2. Perfekt alter duschter Hintergrund, perfekte Backstage. Ja. Perfekte, also für die Zeit auch perfekte Schminkkulisse, was quasi auch die Kranke anging. Auch die hatte im Fieber waren da so komisch gestaltet gesehen, die haben auch spezielle Maske gebraucht. Und spannend bis zum Ende und also so perfekt kann man einen Punkt gar nicht aufzählen, aber Slides Folge 2 hat auch ein Herz verdient. Von der Staffel 1, die Folge 2, ja. Und mein Gott, so. Also wünsche euch was, liebe Freunde, ja. Lieferung, Ende. Zeit ziehen.